Good morning, dear Sangha. Guten Can you hear Morgen. me? Guten Morgen, liebe Sangha. So the Bell Master today is Sister Der Meister, die Meisterin an der Glocke heute ist Schwester Danim. She look very young, but she is already a Dharma teacher. Sie sieht sehr jung aus, aber sie ist schon ein Dharma-Lehrer. And she was sent from Plumridge to Thailand in order to take care of the younger brothers and sisters there. Unlängst ist sie von Plum Village aus nach Thailand geschickt worden, um sich dort um die jüngeren Brüder und Schwestern zu kümmern. She grew up in America and she had her education in America. Sie ist in Amerika groß geworden und ist dort zur Schule gegangen. She was ordained as a baby nun in Plum Village. Und in Plum Village ist sie eine Baby-Nonne gewesen. When we walk, it may be helpful if we pay attention to the contact between our foot and the ground. Wenn wir gehen, kann es sehr hilfreich sein, wenn wir uns auf den Kontakt zwischen dem Boden und unseren Füßen konzentrieren. You do not think, you just feel the contact between your foot and the ground below. Wir brauchen nichts zu denken, wir fühlen einfach nur den Kontakt zwischen dem Boden unter unseren Füßen und den Sohlen unserer Füße. You can be very mindful, very concentrated. Wir können dabei sehr achtsam und sehr konzentriert sein. And we may like to walk in such a way that we can kiss the earth with our foot. Vielleicht können wir versuchen, so zu gehen, dass wir die Erde mit unseren Füßen küssen. My mind is not here, my mind is down there. Mein Geist ist nicht hier oben, sondern unten in den Füßen. There is no thinking, there's just a feeling. Kein Denken, nur Fühlen. The feeling that you are alive and you are walking on this beautiful planet. Das Gefühl, dass wir lebendig sind und auf diesem wunderschönen Planeten entlang gehen. It's like when you breathe in, you bring your mind home to your body. Es ist so, dass wir, wenn wir einatmen, wir unseren Geist nach Hause in den Körper bringen. And when mind and body are together, you are alive, you are fully present. Wenn die beiden zusammen sind, sind wir lebendig, ganz und gar anwesend. So when we make a step like this, we also bring our mind back to our body in order to be fully present in the here and the now. Und wenn wir einen solchen Schritt gehen, bringen wir unseren Geist zurück in den Körper, um ganz und gar anwesend im Hier und Jetzt zu sein. And since we are fully present in the here and the now, we can get in touch with all the wonders of life that are present in the here and the now. Und da wir ganz und gar anwesend sind, in der Gegenwart, können wir mit den Wundern des Lebens, die im Hier und Jetzt verfügbar sind, in Berührung kommen. And every step make us alive and fully present. Jeder Schritt macht uns lebendig und ganz und gar gegenwärtig. And every step is to celebrate the fact that you are alive. Und jeder unserer Schritte feiert die Tatsache, dass wir lebendig sind. So walking meditation can be a festival. Die Gehmeditation kann ein Festival sein. Because every step make you alive, every step bring you joy and peace and happiness. Jeder Schritt macht uns lebendig, jeder Schritt bringt uns Freude, Frieden und Glück. The Zen master Linji of the Tang Dynasty said that the miracle is not to walk on fire or on water, but to walk on earth. Zen-Meister Linji aus der Tang-Dynastie hat einmal gesagt, das Wunder besteht nicht darin, durch das Feuer zu gehen oder auf dem Wasser zu gehen. Das Wunder ist es, auf der Erde zu gehen.
So while you walk mindfully, you perform a miracle. So, wenn wir achtsam gehen, unternehmen wir eine Art von Wunder. The miracle of being alive. Das Wunder, lebendig zu sein. Because to be alive and to be aware that you are alive is a miracle, the greatest of all miracles. Denn lebendig zu sein und uns der Tatsache bewusst zu sein, dass wir lebendig sind, ist ein Wunder. Es ist das größte aller Wunder. It's a true miracle that we are still alive and we are making steps on this beautiful planet. Es ist ein echtes Wunder, dass wir lebendig sind, dass wir immer noch lebendig sind und Schritte auf diesem wunderbaren Planeten machen. And that is why the Zen master Lingzhi said that the miracle is just to walk on earth. Und deswegen hat Zen Meister Lingzhi gesagt, das Wunder ist, auf der Erde zu gehen. The moment when we die, we don't regret. We say, I don't regret because I have enjoyed walking on this planet. Und wenn wir einstmals sterben werden, werden wir sagen können, ich habe nichts zu bedauern, denn ich habe alle Schritte auf dieser Erde genossen. Walking meditation is to enjoy the kingdom of God in the here and the now. Gehmeditation bedeutet, jeden Schritt im Reich Gottes im Hier und Jetzt zu genießen. Because when we are truly present, truly alive, we can get in touch with all the wonders of life that are there in the here and the now. Denn wenn wir ganz und gar anwesend sind, ganz und gar lebendig sind, können wir mit den Wundern des Lebens, die im Hier und Jetzt jederzeit verfügbar sind, in Berührung kommen. To me, the blue sky belongs to the kingdom of God. Was mich angeht, glaube ich, dass der blaue Himmel zum Reich Gottes gehört. The mountains, the rivers, they belong to the kingdom of God. Die Berge, die Flüsse, all dies gehört zum Reich Gottes. A cloud or a bird also belong to the kingdom of God. Eine Wolke oder ein Vogel gehört auch zum Reich Gottes. That flower, if she does not belong to the kingdom of God, where do you think that she should belong to? Diese Blume hier zum Beispiel, wenn sie nicht zum Reich Gottes gehört, wohin glaubt ihr, gehört sie dann? So when you get in touch deeply with this flower, you get in touch with the kingdom of God. So wenn wir mit dieser Blume tief in Berührung kommen, sind wir tief in Berührung mit dem Reich Gottes. So getting in touch with the kingdom of God is not something difficult and could be done only in the future after you die, but something you can do right in the here and the now. So mit dem Reich Gottes in Berührung zu kommen ist nicht etwas Schwieriges, was in die Zukunft gehört, sondern es kann jetzt, hier und jetzt getan werden. You need only a little bit of mindfulness and concentration in order to go home to the here and the now, fully present, fully alive, in order to touch the kingdom. Alles, was wir brauchen, ist etwas Achtsamkeit, etwas Konzentration, um ganz und gar gegenwärtig im Hier und Jetzt zu sein, und schon berühren wir das Reich Gottes. But our society is organized in such a way that we do not have the time to touch the kingdom. Aber unsere Gesellschaft ist so organisiert, dass es uns schwerfällt. Wir haben keine Zeit, das Reich Gottes zu berühren. And that is why we should reflect on how to change our way of life in order for the kingdom to be more available to us in our daily life. Und deswegen sollten wir darüber nachdenken, wie es möglich sein kann, unsere Lebensweise so zu ändern, dass wir mit dem Reich Gottes in unserem täglichen Leben in Berührung kommen können. When you have the kingdom, you can let go of other things. Wenn wir das Reich Gottes haben, dann können wir andere Dinge loslassen.
And that is what the gospel told us. Und das ist, was in den Evangelien steht. When that farmer discovered the treasure in a piece of land, he went back and sell and gave up everything. He just kept that piece of land with the treasure. Als der Bauer einen Schatz in einem seiner Felder entdeckt hatte, verkaufte er all den Rest seiner Habe und behielt nur das Stück Land mit dem Schatz. If you have got the kingdom, you don't need anything else. Wenn ihr das Reich habt, braucht ihr nichts anderes. Money, power, fame, sex. Geld, Macht, Ruhm oder Sex. And this teaching and practice offered by the Buddha help us to enjoy the kingdom, to enjoy the pure land, the wonders of life, right in the here and the now. Diese Lehre, diese Praxis des Buddha hilft uns dabei, das reine Land Buddhas, das Reich Gottes, gleich ganz und gar hier und jetzt zu genießen. And when we come together like this, we learn how to live the kingdom, how to enjoy the kingdom together. Und wenn wir in dieser Weise zusammen sind, zusammenkommen, lernen wir, wie wir das Reich Gottes gemeinsam genießen können. The kingdom is love. The kingdom is freedom. The kingdom is understanding. Das Reich Gottes ist Liebe, Verstehen. Liebe verstehen. And when you love someone, you would like to offer him or her the best thing. Wenn wir jemanden lieben, möchten wir das Beste von uns geben. If you have the kingdom, and then you can offer him or her the kingdom. Und wenn wir das Reich Gottes haben, dann können wir das Reich Gottes weitergeben. Because with the kingdom, you become alive, you become fresh, you become loving, you become free. Und mit dem Reich Gottes werden wir frei, werden wir frisch, werden wir liebevoll sein. And in this practice, we learn how to be free, how to be loving, how to be fresh. So wir lernen mit dieser Praxis, wie wir frei, frisch und liebevoll sein können. The act of meditation consists of two aspects. Meditation besteht aus zwei Aspekten. The first is to stop. Der erste Bestandteil besteht darin, innezuhalten. When you go to China, you see this sign everywhere on the street, it means stop. Wenn ihr nach China fahrt, könnt ihr dieses Zeichen überall auf der Straße sehen. Es bedeutet Stopp. And in a Buddhist context, it means to stop running. In einem buddhistischen Zusammenhang heißt es, bedeutet es innezuhalten, aufzuhören zu rennen. To stop running into the future in order to seek for happiness. Aufzuhören, in die Zukunft zu rennen, um dort nach Glück zu suchen. Because happiness is possible right in here and now. Denn Glück ist jetzt im Hier und Jetzt möglich. Also, we have the impression that happiness is not possible now. That is why we tend to run into the future, looking for some more conditions of happiness. Und weil wir das Gefühl haben, dass im Hier und Jetzt kein Glück möglich ist, haben wir die Tendenz, in die Zukunft zu rennen, um nach anderen Bedingungen zu suchen, die das Glück möglich machen. And this also means to calm yourself down. So es bedeutet ebenso, uns zu beruhigen. To release the tension. Spannungen zu lösen. The Chinese word tuk. Das chinesische Zeichen tuk means also to stop and to calm down. Bedeutet ebenso, innezuhalten und sich zu beruhigen.
In the Sanskrit we have the word samatha. In Sanskrit kennen wir das Wort als Samatha. It's interesting to notice that the upper part of tuk, it means yourself. Es ist interessant zu sehen, dass der obere Teil des Zeichens tuk bedeutet unser Selbst, wir selbst. The lower part of it means your mind, your spirit. Und der untere Teil bedeutet unser Geist. It means your mind go back to yourself. So zusammengenommen bedeutet das Zeichen der Geist, der zu uns selbst zurückkehrt. And the word for mindfulness is written a little bit like that, with the upper part meaning the present moment. Und das Zeichen für Achtsamkeit hat einen ähnlichen Zusammenhang. Im oberen Teil bedeutet es der gegenwärtige Moment. And the lower part, the mind going back to the present moment. Und der untere Teil ist das Zeichen für Geist, so dass es zusammengenommen bedeutet der Geist, der in den gegenwärtigen Moment zurückkehrt. So mindfulness help us to go home to the present moment, to stop and to come down. Das heißt, Achtsamkeit hilft uns dabei, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren, innezuhalten und uns zu beruhigen. And the Buddha proposed a number of exercises in order to help stopping and calming. Und der Buddha hat uns eine Reihe von Übungen vorgeschlagen, die uns dabei helfen, innezuhalten und uns zu beruhigen. This morning Sister Jewel guided us in some of these exercises. Heute Morgen hat uns Schwester Juwel in einigen dieser Übungen angeleitet. Breathing in, I know this is my in-breath. Breathing out, I know this is my out-breath. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. This is a very simple exercise, but the effect can be very great. Und wenn dies auch eine sehr einfache Übung ist, kann sie einen sehr starken Effekt haben. When you breathe in and you focus all your mind, your attention on your in-breath, you bring your mind back to your body and you become fully present in the here and the now. Wenn wir einatmen und während des Einatmens unseren Geist ganz und gar auf die Atmung konzentrieren, it brings mind and body together. Bringen wir Körper und Geist zusammen und befinden uns ganz und gar im gegenwärtigen Moment. And when mind and body together, we are fully present in the here and the now in order to encounter life. Wenn Körper und Geist zusammen sind, sind wir ganz und gar gegenwärtig im gegenwärtigen Moment, völlig anwesend und wir begegnen dem Leben. And the second exercise proposed by the Buddha is breathing in, I follow my in-breath from the beginning to the end. Die zweite Übung, die der Buddha uns vorschlägt, ist einatmend folge ich der Atmung von Anfang bis zum Ende. Our in-breath may last 3 or 4 seconds. Unser Einatmezyklus dauert vielleicht 3 oder 4 Sekunden. It begins here and it ends here. Es beginnt hier und endet dort. And during the time we breathe in, we stay with our in-breath from the beginning until the end. Und während wir einatmen, bleiben wir ganz und gar bei dem Atem vom Anfang bis zum Ende. During that period of time, 4 or 5 seconds, we do not think of anything else. We just concentrate on our in-breath. Wir denken während dieser Zeit an nichts anderes. Wir konzentrieren uns ganz und gar auf das Einatmen. We are concentrated on our in-breath. Wir sind ganz und gar konzentriert auf das Einatmen. And you do the same when you breathe out. Und wenn wir ausatmen, machen wir es ebenso. I'm breathing out, I follow my out-breath all the way through. Ich atme aus und ich folge meinem Ausatmen den ganzen Weg. So, not only while breathing in and out, you can stop
But you can also focus your attention, cultivate concentration. So, wir halten nicht nur inne, indem wir ein- und ausatmen, sondern wir konzentrieren uns auf die Atmung. Wir fokussieren unsere Atmung. Concentration, Samadhi, belong also to the practice of Samatha, stopping. Konzentration, Sanskrit Samadhi, gehört auch zur Praxis des Innehaltens. Because during the time you breathe in and out, the only object of your mind is your in-breath and out-breath and nothing else. Denn während der Zeit des Ein- und Ausatmens ist das einzige Objekt unseres Geistes das Ein- und Ausatmen, nichts anderes. You are fully concentrated on your in-breath and out-breath. Wir sind ganz und gar auf das Ein- und das Ausatmen konzentriert. And if you enjoy your in-breath and out-breath, you're able to release the tension in your body. Und wenn wir unser Ein- und Ausatmen genießen, können wir die Spannungen in unserem Körper lösen. This character, tuk, it means stopping. Das Zeichen tuk heißt innehalten. It also means resting, calming down. Aber es bedeutet auch zu ruhen, sich zu beruhigen. And it's interesting to know that the word tuk also means breath, breathing. Und im Chinesischen bedeutet das Wort tuk auch atmen oder die Atmung. So the first aspect of meditation is to stop, to calm and to concentrate. So der erste Bestandteil der Meditation ist innezuhalten, sich zu beruhigen, sich zu konzentrieren. The third exercise of mindful breathing proposed by the Buddha is to become aware of your body, breathing in. I know my body is there. Der dritte Teil der Übung, die der Buddha vorgeschlagen hat, die dritte Übung, besteht darin zu sagen, während ich ein- und ausatme, konzentriere ich mich ganz auf meinen Körper. It is like using the mind in order to recognize and embrace the body. Ich benutze meinen Geist, um den Körper zu erkennen und zu umarmen. And when you are with your body, you might notice that there is a tension and pain in your body. Und wenn wir in unserem Körper sind, kann es sein, dass wir bemerken, dass in unserem Körper Spannungen vorherrschen. And you would like to do something in order to release the tension and reduce the pain in your body. Und wir würden gern etwas tun, um diese Spannungen zu lösen und den Schmerz zu lindern. And that is why the Buddha proposed the fourth exercise on mindful breathing. Und aus diesem Grund hat der Buddha die vierte Übung vorgeschlagen. Breathing in, I release the tension in my body. I allow my body to relax. Ich atme ein, ich löse die Spannungen in meinem Körper. Ich erlaube dem Körper, sich zu beruhigen. Your body always wants to relax, but you do not allow your body to do so. You work your body so hard. Der Körper möchte sich entspannen, aber wir erlauben es unserem Körper nicht, sich zu entspannen. So, der Körper muss so hart arbeiten. So this exercise, the fourth, is to have compassion with the body and to allow our body to release the tension. So diese vierte Übung produziert Mitgefühl mit dem Körper und erlaubt dem Körper, sich zu lösen, sich zu entspannen. And hopefully this afternoon, Sister True Emptiness will lead us in a session of total deep relaxation here. Und heute Nachmittag wird Schwester Chang Hong uns dabei helfen, uns anleiten in einer tiefen Entspannung. The second aspect of meditation is Vipassana. Der zweite Aspekt der Meditation wird auch Vipassana genannt. Translated in English as Insight.
In der deutschen Übersetzung Einsicht. Insight meditation. Einsichtsmeditation. Vipassana is to look deeply, to listen deeply, in order to get the kind of understanding, the kind of insight that will be able to release us, transform us. Vipassana bedeutet, tief zu schauen, tief zu hören, so dass wir die Art von Verständnis, von Einsicht gewinnen können, die es uns ermöglicht, uns zu transformieren. When we are able to stop, to release the tension and to concentrate, we have all conditions in order to look deeply into what is there, in order to understand deeply the nature, its nature, the nature of what is there. Wenn es uns gelingt, innezuhalten, uns zu lösen, zu entspannen und zu konzentrieren, haben wir alle Bedingungen versammelt, die wir benötigen, um in die Tiefe zu sehen und zu sehen, was tatsächlich vorhanden ist, um die Natur dessen, was tatsächlich da ist, zu erkennen. And what is there may be your body or your feelings. Und was da ist, sind vielleicht der Körper, vielleicht die Gefühle. What is there may be your anger, your suffering. Vielleicht ist es unser Ärger, unsere Wut, unser Leid. So Vipassana means to look, to get in touch and look deeply and to find out what is the nature of the object of your meditation. So Vipassana bedeutet, in die Tiefe zu sehen, so zu sehen, dass wir die Natur dessen, was sich manifestiert, erkennen können. It looks as if Samatha is stopping and Vipassana looking deeply is two different things, but they are deeply connected with each other. Es sieht so aus, als seien Vipassana und Samatha innehalten und in die Tiefe sehen zwei voneinander verschiedene Dinge, aber tatsächlich sind die beiden sehr tief miteinander verwoben. When you look deeply and get some insight, it will be easier for you to stop and to release. Wenn wir in die Tiefe schauen und zur Einsicht gelangen, wird es uns einfacher werden, innezuhalten. When you have stopped and calmed your mind, it's easier for you to practice looking deeply. Und indem wir innehalten und unseren Geist beruhigen, ist es einfacher für uns, in die Tiefe zu sehen. So Samatha and Vipassana may be compared to two feet, and they help each other so that we can walk. So Samatha und Vipassana könnten mit zwei Füßen verglichen werden, die beide benötigt werden, so dass wir gehen können. Suppose you have the insight that life, the wonders of life, are available in the here and the now. If you have that insight in your mind, it will be easier for you to stop running and to come home to the present moment. Nehmen wir mal an, wir sind zu der Einsicht gelangt, dass die Wunder des Lebens im Hier und Jetzt verfügbar sind. Dann wird es für uns einfacher sein, innezuhalten, aufzuhören, zu rennen und in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. The practice of stopping and calming and concentration help the practice of looking deeply, and the practice of looking deeply will help the practice of stopping and calming. Die Praxis des Innehaltens, des Beruhigens, des sich Beruhigens und der Konzentration helfen der Praxis des tiefen Sehens, und die Praxis der Einsicht hilft wiederum ihrerseits uns beim Innehalten. We have the habit of running because we believe that happiness is not possible here and now. Wir haben die Gewohnheit zu rennen, weil wir annehmen, dass das Glück hier und jetzt nicht möglich sei. But if we have we got the insight that
It is possible to live happily right in here and now, and then the practice of stopping and going back to the present moment become much easier. Wenn wir aber zu der Einsicht gelangen, dass es möglich ist, im Hier und Jetzt glücklich zu leben, dann ist die Praxis des Innehaltens uns sehr viel, sehr stark erleichtert. And that is why to think that we have to practice Samatha first and Vipassana later, well, that is not entirely correct. Und deswegen ist es nicht ganz richtig, wenn wir annehmen, dass wir zunächst erstmal Samatha praktizieren müssen und dann danach Vipassana. We have to see the nature of interbeing between the two aspects of practice, and each aspect help the other aspect of the practice. Wir sollten uns darüber im Klaren werden, dass es ein Intersein zwischen diesen beiden Aspekten gibt und dass diese beiden Aspekte einander helfen. If we succeed in the practice, we become peaceful, calm. Wenn wir mit unserer Praxis erfolgreich sind, werden wir friedfertig, friedvoll und ruhig. Pleasant, loving. Freudvoll und liebevoll. And our presence in our family, in our community will become very positive. Und unsere Gegenwart in unserer Familie, in unserer Gemeinschaft wird sehr positiv werden. Because we have valuable things in order to offer to the people in our family and in our community. Denn wir werden wertvolle Dinge haben, die wir den anderen Menschen in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserer Gemeinschaft geben können. We have the practice of Pebble meditation, first designed for children. Wir haben die Praxis der Steinchenmeditation, zunächst erstmal für Kinder designed. But many adults also can make use of this practice. Aber viele Erwachsene können diese Praxis auch verwenden. There are four pebbles, and the first one represents a flower. Es handelt sich um vier Kieselsteinchen, und der erste stellt eine Blume dar. It represents the freshness and the beauty. Die Frische und die Schönheit einer Blume. We human beings. Wir sind menschliche Wesen. Can be beautiful and fresh like a flower. Und wir können wie eine Blume frisch und schön sein. We are a species of flower in the garden of humanity. Wir sind eine Blumenspezies im Garten der Menschheit. But because we don't know how to preserve the beauty and the freshness of our flower, we have lost much of it, and we don't have much in order to offer to the people we love. Aber da wir nicht wissen, wie wir die Frische und Schönheit unserer Blume bewahren können, haben wir eine Menge davon verloren, und dadurch haben wir nicht mehr so sehr viel zu vergeben an anderen. The practice of stopping, calming, releasing, smiling can help restore our beauty, our freshness. Die Praxis des Innehaltens, des sich Beruhigens, des Lösens und des Lächelns kann uns dabei helfen, diese Frische zurückzugewinnen. This is how the children practice. Und so praktizieren die Kinder das. Holding the first pebble in their right hand, they look at it for 1 second and they identify it as a flower. Sie halten den Kieselstein in ihrer rechten Hand, sie schauen ihn für 1 Sekunde lang an und erkennen ihn als eine Blume. They put it here and they practice breathing in. I see myself as a flower. Dann legen sie ihn in die linke Hand und praktizieren: Ich atme ein, ich erkenne mich als eine Blume. I breathe in out, I feel fresh. Ich atme aus, ich fühle mich frisch. And breathing in and out like that is to restore your flowerness, your freshness and your beauty. Und so ein- und auszuatmen bedeutet, dass wir
unsere Blumennatur zurückgewinnen, unsere Frische. And after having practiced three times breathing in and out, they practice with the second pebble. Und nachdem wir zwei oder dreimal so ein- und ausgeatmet haben, kommen wir zum nächsten Kieselstein. And the second pebble represents a mountain. Der zweite Kieselstein stellt einen Berg dar. Breathing in, I see myself as a mountain. Ich atme ein, ich sehe mich selbst als einen Berg. Breathing out, I feel solid. Ich atme aus, ich fühle mich solide. And while breathing like that, you cultivate your stability, your solidity. Und wenn wir so ein- und ausatmen, kultivieren wir unsere Festigkeit, unsere Solidität. Because a person who is unstable cannot be a happy person. You cannot count on him or on her. Denn jemand, der nicht stabil ist, kann nicht glücklich sein, ist nicht jemand, auf den wir zählen können. And that is why cultivating stability, solidity is to increase your happiness and for you to have something to offer to the person you love. Und wenn wir unsere Festigkeit, unsere Stabilität kultivieren, erhöhen wir damit unser Glück, es macht uns glücklicher und wir sind dann in der Lage, mehr an unsere Lieben weiterzugeben. And the third pebble represent calm water. Der dritte Kieselstein stellt ein stilles Wasser dar. Breathing in, I see myself as still water. Ich atme ein, ich sehe mich selbst als ein stilles Wasser. Breathing out, I reflect things as they are. Ich atme aus, ich sehe die Dinge, wie sie sind. This is to cultivate calmness and peace and in yourself. Und dies hilft uns, Ruhe und Frieden in uns selbst zu kultivieren. The element of peacefulness is very crucial for true happiness. Das Element des inneren Friedens ist sehr wichtig für wahres Glück. Without peace inside, a person cannot be truly happy. Ohne inneren Frieden kann jemand nicht wirklich glücklich sein. And if you are not peaceful, if you do not have enough calm, you cannot make another person happy. Wenn wir nicht genug Ruhe, wenn wir nicht genug inneren Frieden haben, wird es uns schwerfallen, anderen Menschen dabei zu helfen, glücklich zu sein. If you are not peaceful, if you are disturbed, and then you'll be victims of many wrong perceptions. Wenn wir keinen inneren Frieden haben, wenn wir verstört sind, werden wir zum Opfer vieler falscher Ansichten. You do not see things as they are. You distort things because you have wrong perceptions. Wir können die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Die Dinge erscheinen uns verzerrt aufgrund unserer falschen, verkehrten Ansichten. So to practice stopping, calming, concentrating is to bring the element of peacefulness, calm into your body and your mind. So indem wir innehalten, beruhigen und lösen praktizieren, bringen wir das Element des inneren Friedens in unseren Geist und in unseren Körper. And happiness is possible when you are peaceful and you can offer the person you love, something, your peace. Und Glück ist möglich, wenn wir im inneren Frieden sind. Und indem wir inneren Frieden haben, können wir unseren Lieben etwas zurückgeben, nämlich unseren Frieden. And the last pebble represents freedom. Der letzte Kieselstein stellt Freiheit dar. Space. Raum. Breathing in, I see myself as space. Breathing out, I feel free. Ich atme ein, ich sehe mich selbst als Raum. Ich atme aus, ich fühle mich frei. We practice in such a way that we can bring a lot of space into our heart. Wir können so praktizieren, dass es uns gelingt, jede Menge Raum in unserem Herzen zu eröffnen. If we have too much worries, fear, anxiety, there is not enough space
in our heart to be happy. Wenn wir uns zu viele Sorgen machen, zu viele Ängste, zu viel Furcht haben, dann wird es uns nicht möglich sein, glücklich zu sein. So freedom here means freedom from worries, anger, despair, jealousy, and so on. Freiheit bedeutet also hier, frei zu sein von Sorgen, von Ärger, von Verzweiflung und dergleichen. And without that freedom, a person cannot be truly happy. Und ohne diese Freiheit können wir nicht wirklich glücklich sein. When you practice mindful breathing, mindful walking, you release the past, you release the future, you release your projects, you become free during the time you breathe in or you make a step. Wenn wir achtsam gehen, achtsam atmen, dann lösen wir uns von der Vergangenheit, lösen uns von der Zukunft, lassen unsere Projekte gehen und wir sind frei in unserem Ein- und Ausatmen. If you practice 10 minutes of walking, you have 10 minutes of freedom. Wenn wir 10 Minuten so gehen, haben wir 10 Minuten Freiheit. If you practice 10 minutes of breathing, you have 10 minutes of freedom. Wenn wir 10 Minuten so atmen, haben wir 10 Minuten Freiheit. You are free from your regret, your sorrow concerning the past. Freiheit von unserem Bedauern, unseren Sorgen hinsichtlich der Vergangenheit. You are free from your fear, your uncertainty about the future. Freiheit von Furcht und Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft. And that is thanks to the energy of mindfulness and concentration that you generate during the time of breathing and walking. Und all dies dank der Energie von Achtsamkeit und Konzentration, die wir während des Atmens, während des Gehens generieren. And cultivating these four elements, freshness, beauty, solidity, peace, and freedom, you become a happier person. Und indem wir diese vier Elemente kultivieren, die Elemente der Frische, der Schönheit, der Stabilität, der Freiheit und des Friedens, werden wir glücklicher. And you are in a position to offer happiness to the people in your family and in your community. Und wir werden in der Lage sein, den Menschen um uns herum, in unserer Gemeinschaft, in unserer Familie Glück zu geben. Zu schenken. There is a connection, a very close connection between suffering and happiness. Es gibt einen Zusammenhang, einen sehr engen Zusammenhang zwischen Glück und Leid. To the extent that if there is no suffering, there will be no happiness. Insofern, dass wir sagen können, ohne Leid gibt es kein Glück. The connection is like the connection between the mud and the lotus flower. Dieser Zusammenhang gleicht dem Zusammenhang zwischen dem Schlamm und der Lotusblume. You cannot grow lotus flower on marble. You have to grow them in the mud. Es ist nicht möglich, eine Lotusblume auf Marmor wachsen zu lassen. Man benötigt dazu Schlamm. So it is with the amount of suffering that we do have in our life that we can make and that you can create happiness. Das heißt, wir werden nur mit dem Leid, das wir in unserem Leben antreffen, die Möglichkeit haben, Glück herzustellen. So the practice of meditation is to make use of the suffering in order to cultivate happiness using the mud in order to grow lotus flower. Die Meditationspraxis hilft uns dabei, das Leid in unserem Leben zu nutzen, um Glück herbeizuführen, den Schlamm zu nutzen, um eine Lotusblume wachsen zu lassen.
So the practice of meditation has also two aspects: how to handle suffering, how to handle happiness, and the two practices are linked to each other. Meditationspraxis besteht also auch aus den beiden Aspekten, wie wir unser Glück, wie wir unser Leid managen, und die beiden sind sehr eng miteinander verbunden. If we do not know how to handle happiness, wenn es uns nicht gelingt zu wissen, wie wir mit unserem Glück umgehen, happiness will become suffering very quickly. Wird das Glück sehr schnell zum Leid. The love in beginning may turn into hate just after a few months. Was am Anfang noch Liebe war, kann nach einigen Monaten ganz schnell in Hass umschlagen. So, how to handle the flower, not to have it becoming the mud too quickly. So, wie umgehen mit unserer Blume, dass sie nicht zu schnell zu Schlamm wird? And that is the first aspect of the practice. Das ist der erste Bestandteil unserer Praxis. If by chance, if it happens that the flower has become the garbage, don't despair. Because according to this practice, we can very well transform the garbage back into the flower. Sollte es vorgekommen sein, dass unsere Blume zu Kompost geworden ist, dann bitte verzweifelt nicht, denn die Praxis hilft uns dabei, den Kompost zurück zu transformieren in eine Blume. And the Buddha gave us a very clear instructions as how to do it. Der Buddha hat uns dafür ganz klare Anweisungen hinterlassen. How to handle suffering. Wie umgehen mit unserem Leid. There is a way to handle suffering that help us to transform suffering back into happiness. Es gibt einen Weg, mit unserem Leid so umzugehen, der uns hilft, unser Leid in Glück zurückzuverwandeln. According to this teaching and practice, both happiness and suffering are of a organic nature. Nach dieser Lehre sind sowohl Glück als auch Leid organischer Natur. Because if the flower can become a piece of garbage, a piece of garbage can be transformed back into a flower. Und wenn eine Blume zu Kompost werden kann, dann kann auch Kompost wieder zu einer Blume werden. If happiness has become suffering, it is possible to handle the suffering in such a way that can give birth to happiness again. Und wenn unser Glück sich in Leid verwandelt hat, dann ist es möglich, mit unserem Leid so umzugehen, dass das Leid sich wieder zurückverwandeln kann in Glück. The Buddha gave the teaching of the Four Noble Truths in his first Dhamma talk. Der Buddha hat die Lehre der vier edlen Wahrheiten während seines ersten Dharma-Vortrags mitgeteilt. And the first noble truth is about ill being, suffering, dukkha. Die erste edle Wahrheit behandelt Leid auf Pali, dukkha. But the fourth noble truth are not only on suffering, it is also on happiness. Because the third noble truth is about the cessation of suffering, the cessation of ill-being. It means the presence of well-being, happiness. Aber diese edlen Wahrheiten sind nicht nur behandeln nicht nur das Leid, sondern auch das Glück. Denn die dritte edle Wahrheit behandelt das Ende des Leides, und die Abwesenheit von Leid bedeutet Glück. It is written in the scriptures that the third truth is the cessation of ill-being. Es steht in den Schriften, dass die dritte edle Wahrheit das Ende des Unwohlseins behandelt. And the cessation of ill-being means the beginning, the presence of well-being. Und das Ende des Unwohlseins bedeutet den Anfang von Wohlsein. And it means it is like to say the absence of darkness means the presence of light.
Etwa so, wie wir sagen können, dass die Abwesenheit von Dunkelheit die Anwesenheit von Licht bedeutet. If darkness is not there, something must be there. The opposite of darkness, which is light. Wenn es keine Dunkelheit gibt, dann muss etwas anderes da sein, das Gegenteil von Dunkelheit, Licht. And when we take a deep look into the nature of ill being, we find out the second noble truth. Wenn wir einen tiefen Blick in die Natur des Unwohlseins werfen, dann finden wir die Natur des der zweiten edlen Wahrheit. And we see how ill being is made. Und wir erkennen, woraus Unwohlsein besteht. Just look into the nature of ill being. And you see the roots of ill being, and out of that, understanding will arise. Indem wir tief in das Unwohlsein, die Natur des Unwohlseins blicken, erkennen wir die Wurzeln des Unwohlseins, und aus dieser Sicht heraus erkennen wir die Ursachen des Unwohlseins. And with the understanding of the second noble truth, the fourth Truth manifests. Und indem wir die zweite edle Wahrheit verstehen, das Verstehen der zweiten edlen Wahrheit, ermöglicht uns das Erkennen der vierten edlen Wahrheit. And the fourth noble truth is about the path leading to well-being. Die vierte edle Wahrheit entsteht aus der zweiten edlen Wahrheit und sie ist, sie behandelt den Weg zum Wohlsein. It means the path leading to the cessation of ill being, the same thing. Den Pfad oder den Weg, der zum Ende des Unwohlseins führt. And that is why the noble truth is about suffering and also is about happiness. Und deswegen sind die vier edlen Wahrheiten sowohl behandeln sowohl das Leid als auch das Glück. In the sutra on mindful breathing, the Buddha proposed 16 exercises. In dem Sutra über das achtsame Atmen hat uns der Buddha 16 Übungen hinterlassen. And there are exercises that can help us to handle the suffering. Und diese Übungen helfen uns, mit unserem Leid umzugehen. And there are exercises that help us to create happiness. Diese Übungen sind Übungen, die uns dazu verhelfen, Glück herbeizuführen. So a good practitioner is someone who knows how to handle happiness and how to handle suffering. So jemand, der richtig praktiziert, ist jemand, der weiß, wie man mit Glück und weiß, wie man mit Leid umzugehen hat. And to handle happiness, to handle suffering, these two things are connected with each other in a very deep way. Und umzugehen mit Glück und umzugehen mit Leid, diese zwei Dinge sind sehr tief miteinander verbunden. If you know how to handle suffering, you are capable of creating happiness. Wenn wir wissen, wie wir mit Leid umgehen müssen, sind wir in der Lage, Glück herbeizuführen. And if you know how to create happiness, you know already how to handle the suffering. Und wenn wir wissen, wie wir Glück herbeiführen können, wissen wir bereits, wie wir mit unserem Leid umgehen können. I like my friend to remember to read, to memorize the exercise proposed by the Buddha in the Sutra of Mindful Breathing. Und ich erinnere meine Freunde gern daran, zu lernen, die 16 Übungen zu lernen, die der Buddha uns hinterlassen hat, hinsichtlich des achtsamen Atmens. I love that sutra very much. I profit a lot from that sutra. Ich finde dieses Sutra ganz wunderbar und ich habe sehr, sehr viel davon gelernt. The first exercise is to recognize your in-breath and out-breath. Die erste Übung behandelt das Erkennen des Ein- und Ausatmens. To bring your mind back to your body in order for you to be fully present in the here and the now. Den Geist zum Körper zurückzubringen, um ganz und gar im Hier und Jetzt gegenwärtig zu sein.
Very easy to remember, breathing in, I know I am breathing in. Es ist ganz einfach, sich zu merken. Ich atme Breathing out, ein, I ich know weiß, I am dass ich breathing out. einatme. Ich atme aus, ich weiß, dass ich ausatme. You get stopping, you get freedom. Wir halten inne, You get wir joy, sind you get frei. happiness, just by practicing this simple exercise. Und mit dieser einfachen Übung bekommen wir Freude und Glück. The second is to follow your in-breath all the way through. Die zweite Übung behandelt das Nachvollziehen unseres Ein- und Ausatmens vom Anfang bis zum Ende. Breathing in, I follow my in-breath all the way through. Ich atme ein, ich folge meinem Atmen den ganzen Weg. Breathing out, I follow my out-breath all the way through. Ich atme aus, ich folge meinem Ausatmen den ganzen Weg. You enjoy doing that. You don't suffer. You enjoy breathing in and you enjoy breathing out. Und wir können das genießen, wir brauchen nicht zu leiden. And doing so, you cultivate more concentration. Und indem wir das tun, kultivieren wir mehr und mehr Konzentration. Concentration on your in-breath and out-breath. Konzentration auf unser Einatmen und unser Ausatmen. And your power of being mindful, of being concentrated, grows with the practice. Und unsere Fähigkeit, achtsam zu sein, unsere Fähigkeit zur Konzentration nimmt mehr und mehr zu. And when you look at something deeply with that energy of mindfulness and concentration, you can have a breakthrough. Und wenn wir etwas tief ansehen, mit Hilfe dieser Konzentrationsenergie, dieser Achtsamkeitsenergie, können wir einen Durchbruch schaffen. And you got the insight that will liberate you from your fear, your anger. Wir gelangen zu einer Einsicht, die uns dazu verhilft, uns von unserer Angst und unserer Wut zu befreien. So these two first exercises of mindful breathing are very valuable. Diese beiden ersten Übungen zum achtsamen Atmen sind sehr wertvoll. The first is to identify in-breath, now-breath. Die erste Übung erkennt Ein- und Ausatmen. The second is to follow. Und die zweite Übung folgt dem Ein- und Ausatmen. Ganz und gar, vom Anfang bis zum Ende. This practice brings me a lot of enjoyment. Diese Praxis bringt mir sehr viel Freude und Genuss. Lying on my bed, I enjoy breathing in, breathing out, and follow my in-breath all the way through. Wenn ich in meinem Bett liege, dann genieße ich das Ein- und Ausatmen. Sitting on the grass, I do the same. Wenn ich im Gras sitze, geht es mir genauso. Sitting on the airplane, on the train, I do the same. Wenn ich im Flugzeug sitze, übe ich die gleiche Übung. The third exercise is to be aware of your body. Die dritte Übung besteht darin, uns unseres Körpers bewusst zu werden. Breathing in, I'm aware of my body. Ich atme ein, ich bin mir meines Körpers bewusst. This is a happy reunion between mind and body. Es ist ein fröhliches Wiederzusammenfinden von Körper und Geist. People who are not practitioners, they live in destruction. Their body is there, but their mind is elsewhere. Leute, die nicht praktizieren, sind abgelenkt. Der Körper ist an einer Stelle, aber der Geist ist woanders. The mind may be caught in the sorrow and regret concerning the past, the fear, the anxiety about the future. Der Geist ist gefangen in Sorgen und Ängsten hinsichtlich der Vergangenheit und Furcht hinsichtlich der Zukunft. The mind may be caught in their projects. Vielleicht ist der Geist verhangen in Projekten. The mind may be caught in their anger, their fear. Oder in Wut und Furcht. So the mind is not with the body. Das heißt, der Geist ist nicht zusammen mit dem Körper. So bring our mind back to our body, it will become alive again. Und wenn wir unseren Geist und unseren Körper wieder vereinen, sind wir wieder lebendig.
In the tradition of Christianity, there is the practice of resurrection. In der christlichen Tradition gibt es die Praxis der Wiederauferstehung. Christ become alive again. Christus ist wieder auferstanden, er wurde wieder lebendig. So in a state of destruction, your body is there, your mind is elsewhere, you are not truly alive. So, wenn wir in einem Zustand des Abgelenktseins uns befinden, ist unser Körper an der einen Stelle, unser Geist woanders. Most of the day we are not alive, because our body and our mind are separated. Und die meiste Zeit sind wir nicht lebendig, denn Körper und Geist sind getrennt. And with one in-breath, mindful in-breath alone, or with one mindful step alone, we can bring our mind back to our body and we can resurrect ourselves. Schon ein einziger achtsamer Atemzug, schon ein einziger achtsamer Schritt kann unseren Geist und Körper wieder vereinigen. Wir können den Körper wieder auferstehen lassen. So the mystery of the miracle of resurrection can be performed at every moment of our daily life. Das Wunder der Auferstehung kann in jedem Augenblick des Lebens vollbracht werden. In order to be fully alive, fully present, you just practice the third exercise, bringing your mind back to your body and become aware of your body. Um ganz und gar lebendig, um ganz und gar präsent zu sein, reicht es, die dritte Übung zu praktizieren und ganz und gar den Geist im Körper wieder zu vereinigen. And being back to your body, if you see that your body has a lot of tension and pain, you might like to practice the fourth exercise in order to allow your body to release the tension, to become calmer, and to reduce also the pain in your body. Und wenn wir die dritte Übung praktizieren und unseren Körper wiederfinden und es sein kann, dass wir Spannungen vorfinden, dann möchten wir die vierte Übung praktizieren, unseren Körper zu entspannen, Schmerz zu lindern. And the fifth exercise. Die fünfte Übung is to help bring a feeling of joy. Hilft uns, ein Gefühl der Freude zu kultivieren. And the sixth one is to bring in a feeling of happiness. Die sechste Übung bringt ein Gefühl des Glücks, führt ein Gefühl des Glücks herbei. Who say that the teaching of the Buddha is only about suffering? He talk about a lot of joy and happiness. Wer hat denn gesagt, der Buddha würde immer nur über das Leid sprechen? Der Buddha spricht viel über Freude und über Glück. It shows that if you are a real practitioner, a good practitioner, you should be able to generate a feeling of joy or a feeling of happiness whenever you want it. Und es zeigt uns, dass wenn wir richtig praktizieren, dann sollten wir in der Lage sein, ein Gefühl der Freude, ein Gefühl des Glücks herbeizuführen, wann immer wir das wollen. And if you practice well the above four exercise, you have enough mindfulness and concentration in order to succeed in bringing joy and happiness in the here and now, into the here and the now. Wenn wir die ersten vier Übungen richtig praktiziert haben, dann haben wir genug Achtsamkeit und Konzentration herbeigeführt, um es zu ermöglichen, Freude und Glück im Hier und Jetzt zu erleben. With mindfulness, we establish ourselves firmly in the here and the now. Mit Hilfe der Achtsamkeit bringen wir uns ganz und gar in das Hier und in das Jetzt. And in the here and the now, we recognize the presence of many conditions of happiness that are already available.
Und mit Hilfe, indem wir im Hier und Jetzt sind, erkennen wir das Vorhandensein der Bedingungen, die nötig sind, um im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Mindfulness allowed us to recognize the many conditions of happiness that are available already and here in the here and the now, and that make joy possible right away, that make happiness possible right away. Achtsamkeit hilft uns, diese Bedingungen zu erkennen, und indem wir diese Bedingungen erkennen, entsteht die Möglichkeit, Freude und Glück im Hier und Jetzt zu empfinden. This morning we talk about breathing in mindfully in order to touch the miracle of being alive. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wie wir achtsam ein- und ausatmen können, um mit Hilfe des Wunders der Achtsamkeit die Wunder des Hier und Now berühren, das Hier und Jetzt berühren zu können. The practice of meditation is to gain insight. Die Praxis der Meditation hilft es, uns zur Einsicht zu gelangen. But insight is not something that you have to wait for a long time. One in-breath can already bring some insight. Aber Einsicht ist nicht etwas, worauf wir lange warten müssen. Schon ein Atemzug kann uns zur Einsicht verhelfen. When you breathe in mindfully, you touch the fact that you are alive. Wenn wir achtsam einatmen, berühren wir denn das Faktum, dass wir lebendig sind. Someone that is already dead cannot breathe in anymore. Jemand, der schon tot ist, kann nicht mehr einatmen. And when you breathe in mindfully, you get insight right away that you are alive. Und wenn wir achtsam einatmen, dann haben wir sofort die Einsicht, dass wir lebendig sind. And that is why when you breathe out, you can already celebrate the fact that you are alive. Und schon können wir feiern, indem wir ausatmen, dass wir lebendig sind. The practice is simple. Breathing in, I feel alive. Breathing out, I smile to life inside of me and around me. Eine einfache Praxis. Ich atme ein, ich bin lebendig. Ich atme aus, ich lächle dem Leben in mir und um mich herum zu. And joy, happiness can be born right away. You don't need to go into the future. Und Glück und Freude können sofort geboren werden, aus dem Moment heraus. Besteht keine Notwendigkeit, in die Zukunft zu gehen. Suppose we practice breathing in, I'm aware of my eyes. Nehmen wir mal an, wir praktizieren, ich atme ein, ich bin mir meiner Augen bewusst. You use mindfulness in order to recognize the presence of your eyes. Wir benutzen die Achtsamkeit, um unsere Augen zu erkennen. And when you become aware of your eyes, an insight can come right away. Und wenn wir uns unserer Augen bewusst werden, kann eine Einsicht entstehen. I have eyes still in good condition. Ich habe immer noch gute Augen. I need only to open my eyes in order to be in touch with the paradise of forms and colors around me. Alles, was ich zu tun habe, ist, meine Augen zu öffnen, um mit dem Paradies von Formen und Farben um mich herum in Berührung zu treten. The kingdom of God is available and I can get in touch because I have eyes still in good condition. Das Reich Gottes ist verfügbar und ich kann damit in Berührung treten, denn ich habe immer noch gute Augen. And those of us who have lost our eyesight, we don't have the kingdom. We know that is there, but we cannot enjoy it because our eyes are no longer in good conditions. Und diejenigen unter uns, die kein gutes Augenlicht mehr haben, wissen zwar, dass das Reich Gottes da ist, aber sie haben nicht mehr die Möglichkeit, über die Augen damit in Berührung zu treten. So breathing in mindfully and become aware of your eyes still in good condition, you recognize one of the many conditions of happiness that you already have. Indem wir einatmen und uns unseres Augenlichtes bewusst werden, erkennen wir gleich eine der vielen Bedingungen, die es uns ermöglichen, eben hier und jetzt glücklich zu sein.
And when we recognize that condition of happiness, joy and happiness are born right away. Und wenn wir diese Bedingungen erkennen, sind Freude und Glück sofort entstanden, entstehen sofort Freude und Glück. When you breathe in and become aware of your heart, you come in touch with another condition of happiness. Wenn wir ein- und ausatmen und uns unseres Herzens bewusst werden, treten wir in Verbindung mit einer weiteren Bedingung von Glück und Zufriedenheit. You have the insight that your heart still functions normally. Wir haben die Einsicht, dass unser Herz immer noch normal schlägt. And there are those of us who do not have a heart like that. Denn unter uns sind manche, deren Herz nicht mehr so gut funktioniert. And they are subject to a heart failure at any time. Und das Herz könnte jeden Moment stehen bleiben. And their deepest desire may be just to have a heart, a normal heart like ours. Und der tiefste Wunsch dieser Menschen ist einfach nur ein. So you enjoy your normal heart because you are mindful, you are aware that your normal heart is another condition of happiness that you do have now. So wir können uns an unserem gesunden Herzen erfreuen, denn wir erkennen, dass ein gesundes Herz eine der Bedingungen ist, die wir brauchen, um jetzt im Hier und Jetzt glücklich zu sein. And there is a multitude of conditions of happiness in you and around you. Und es gibt eine große Zahl solcher Bedingungen in uns und um uns herum. More than enough to make you happy. Mehr als genug, um glücklich zu sein. And that is why we say that mindfulness is a source of joy, a source of happiness. Und deshalb können wir sagen, dass Achtsamkeit eine Quelle des Glücks, eine Quelle der Freude ist. So joy and happiness here are not wishful thinking. They are things that we can create at any time of the day. Freude und Glück sind hier keine Wunschvorstellungen, sondern sie sind Dinge, die wir in jedem Augenblick des Tages herstellen können, herbeiführen können. Before eating dinner, you might like to breathe in and out mindfully and look at the people around the table. Bevor wir essen, zum Beispiel, können wir um uns herum sehen, die Menschen an unserem Tisch betrachten. And with that mindfulness, you can recognize there are so many conditions of happiness, and happiness can come right away. Und die Achtsamkeit hilft uns dabei zu erkennen, dass so viele Bedingungen für das Glück bereits da sind, und dann ist das Glück schon da. We feel that we are lucky. We have so many conditions of happiness available at this moment. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so viele Bedingungen des Glücks bereits zur Verfügung haben. The light of mindfulness allows you to touch joy and happiness, and you can, in the context of a family or community, help other people to become aware that they are surrounded by conditions of happiness also, so that they can be joyful and happy as you are. Das Licht der Achtsamkeit hilft uns, die Bedingungen des Glücks zu erkennen. Und indem wir das tun, können wir anderen Menschen um uns herum helfen, ebenfalls mit diesen Bedingungen des Glücks in Berührung zu treten. So, in this practice, we learn how to cultivate joy and happiness for our nourishment and healing, and for the nourishment and healing of our family and society. So, die Praxis hilft uns dabei, uns zu nähren, uns zu heilen, um alle Bedingungen zu erkennen, die nötig sind, um uns zu nähren und uns zu heilen, und diejenigen um uns in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften. And with the seven exercises of mindful breathing, the Buddha teach us how to handle a painful feeling, a painful emotion that arises. Und mit der siebten Übung des achtsamen Atmens hilft uns der Buddha,
zu lernen, wie wir mit einer schmerzhaften Gefühl, mit einem schmerzhaften Gefühl umgehen können. So the teaching of the Buddha help us to handle and happiness and suffering. Die Lehre des Buddha hilft uns also sowohl mit Glück als auch mit Leid umzugehen. Most of us do not want to get in touch and to confront the pain and the suffering within ourselves. Die meisten von uns möchten nicht so gern sich mit dem Leid und dem Schmerz in uns auseinandersetzen. We try to run away from the pain inside. Wir versuchen vor dem Leid in uns davon zu laufen. We turn on television, we play music in order to cover up the pain inside. Wir stellen den Fernseher an, wir hören Musik, um uns von dem Schmerz in uns abzulenken. But this practice proposes the opposite. Diese Praxis schlägt uns das Gegenteil vor. Instead of trying to run away from your pain, you go back and take care of it. Anstatt vor dem Schmerz davonzulaufen, and how? Drehen wir uns um, kehren wir zurück und sorgen für den Schmerz. Und die Übung zeigt uns auch wie. If you have practice and then you have got enough mindfulness and concentration, and that these two energies will help you to handle the pain inside. Wenn wir richtig praktiziert haben und wenn wir genug Achtsamkeit, genug Konzentration haben, dann werden uns diese beiden Energien dabei helfen, mit dem Leid in uns richtig umzugehen. Breathing in, I am aware of the pain inside me. Ich atme ein, ich bin mir des Leides in mir bewusst. Pain, sorrow, anger is a kind of energy that manifests in us. Schmerzen und Sorgen sind eine Art von Energie, die sich in uns manifestieren. For those who do not know the practice, they try to cover up or to run away from it. Diejenigen unter uns, die die Praxis noch nicht kennen, versuchen diesen Schmerz, dieses Leid zu übertünchen oder davor wegzulaufen. And those of us who know the practice, we don't do that. We create another source of energy in order to take care of that energy of pain and sorrow. Aber diejenigen unter uns, die die Praxis kennen, brauchen das nicht zu tun, denn wir können eine zweite Energiequelle erschließen, die sich um die erste Energie des Leides und des Schmerzes kümmern kann. And that source of energy is the energy of mindfulness and concentration that we can cultivate by walking, breathing, and so on. Und diese zweite Energiequelle ist die Energie der Achtsamkeit, der Konzentration, die wir kultivieren können, indem wir achtsam ein- und ausatmen, achtsam gehen und so weiter. While brushing your teeth in the morning, instead of thinking of the past or the future, bring your mind to the act of brushing. That is a practice of mindful tooth brushing. Wenn wir uns am Morgen die Zähne putzen, anstatt über die Zukunft oder die Vergangenheit nachzudenken, können wir unseren Geist zu dem Zähneputzen bringen, und das ist die Praxis des achtsamen Zähneputzens. Brush your teeth mindfully, brush your teeth in such a way that during the 2-3 minutes of tooth brushing, there is stopping, calming, joy, happiness. So, wir können so praktizieren, dass während der 2 oder 3 Minuten, die wir uns die Zähne putzen, wir innehalten, uns beruhigen und Achtsamkeit generieren, Freude und Glück generieren. We do the same when we take a shower. We take a shower in such a way that there is happiness, there is joy during the time of taking a shower.
Und wenn wir uns duschen, können wir das genauso tun. Wir können uns so duschen, dass während der Zeit der Dusche Glück und Freude kultiviert werden. While we drive our car, we can also practice driving in mindfulness and do not allow our mind to go to the past or to go to the future. Während wir mit dem Auto fahren, können wir so Auto fahren, dass wir unserem Geist nicht erlauben, in der Vergangenheit oder der Zukunft zu verweilen. While walking from the parking lot to our office, we practice mindful walking in order to generate energy of mindfulness and concentration. Und wenn wir von unserem Parkplatz zum Büro laufen, können wir so laufen, dass wir die Energie der Achtsamkeit und der Konzentration generieren. Because we live our daily life like that, we have enough mindfulness and concentration in order to handle, to take care of the pain inside of us. Denn wenn wir unser tägliches Leben so leben, dann werden wir genug Achtsamkeit und genug Konzentration generieren können, um mit unserem Leid, unserem Schmerz umzugehen. When the pain, the sorrow manifests, right away, we go back to our mindful breathing, mindful walking, in order to produce the energy of mindfulness and concentration, the second source of energy. Wenn Schmerz oder Sorgen sich manifestieren, können wir sogleich zurückkehren zu unserer Praxis des achtsamen Atmens, des achtsamen Gehens, um die zweite Energiequelle zu erschließen, die dann sich kümmern kann um die Energie der Sorge, des Schmerzes. And with that source of mindfulness and concentration, we recognize the pain and we tenderly embrace our pain. Wir benutzen diese Energiequelle der Achtsamkeit, um unseren Schmerz, um unsere Sorgen zu erkennen und sie sorgsam zu umarmen. Breathing in, I am aware of the pain in me. Ich atme ein, ich bin mir des Schmerzes in mir bewusst. It means you use the energy of mindfulness and concentration in order to recognize the pain and to hold your pain tenderly. Das heißt, wir benutzen die Energie der Achtsamkeit, um den Schmerz in uns zu erkennen und den Schmerz zärtlich zu umarmen. Mindfulness and concentration, these energies do not attempt to fight your pain, your sorrow. Their work is to recognize and to embrace. Achtsamkeit und Konzentration sind keine Energien, die den Schmerz oder das Leid in uns bekämpfen. Ihre Aufgabe ist es, diesen Schmerz, dieses Leid achtsam, zärtlich zu erkennen und zu umarmen. The way a mother would hold her baby that suffers. Etwa so, wie eine Mutter ihr kleines Kind in den Armen hält, das leidet. Mother say, my baby, don't cry, I'm here for you. And she hold her baby tenderly in her two arms. Die Mutter wird das kleine Kind zärtlich in ihren Armen halten und sagen, mein kleines Baby, weine nicht, ich bin für dich da. So in the practice, there is no fighting. There is no violence. There's just the practice of recognizing and embracing, holding. Das heißt, in dieser Praxis gibt es keinen Kampf, keine Gewalt, sondern es ist nur die Praxis des Erkennens und des zärtlichen Haltens. And the energy of mindfulness and concentration will penetrate into the zone of pain and sorrow and help calm it down. Und wenn wir so praktizieren, wird die Energie der Achtsamkeit, die Energie der Konzentration in die Zone des Schmerzes, des Leides eindringen und ihr helfen, sich zu beruhigen, den Schmerz zu lindern. Let us observe a good practitioner. She has some pain, sorrow, and we see her practicing mindful walking, mindful breathing, in order to embrace and to calm that feeling of pain or sorrow in her.
Wenn wir jemanden beobachten, der richtig praktiziert, können wir sehen, wenn ein Gefühl des Schmerzes, des Leides entsteht, geht diese Person und praktiziert achtsames Gehen, achtsames Atmen, um sich auf diese Art und Weise um ihren Schmerz, ihr Leid zu kümmern. And that is why the eighth exercise is to release the tension in the pain, to calm down. Und deswegen behandelt die achte Übung das Lösen, das Beruhigen und Lösen des Schmerzes und des Leides. The mother does not know, in the beginning, the mother does not know what is wrong with the baby. Zunächst erstmal weiß die junge Mutter nicht, was mit dem Kind nicht in Ordnung ist. But the fact that she is holding the baby tenderly can help the baby suffer less already. Aber indem sie das Kind zärtlich in ihren Armen hält, ist schon ein wenig geholfen. Because the energy of tenderness of the mother begins to penetrate into the ailing body of the baby. Denn die Energie der Zärtlichkeit der Mutter beginnt sich in den Körper des Kindes, beginnt in den Körper des Kindes einzudringen. The energy of pain comes from within, the energy of healing and releasing also come from within. Die Energie des Schmerzes kommt von innen, aus dem Inneren. Doch die Energie des Lösens und des Linderns kommt auch aus dem Inneren. And after a few minutes of holding the baby, the mother can find out what is wrong with the baby. Und nach einigen Minuten des Haltens hat die Mutter die Möglichkeit herauszufinden. She got the insight. Was mit dem Kind nicht stimmt. She know what to do in order to fix the situation. Sie hat eine Einsicht und dann wird sie wissen, was sie tun muss, um die Situation in Ordnung zu bringen. After having embraced and hold tenderly our pain, our sorrow, we may get the insight as where that sorrow, that pain has come from. So, nachdem wir unseren Schmerz, unser Leid zärtlich umarmen und halten, kommen wir vielleicht zur Einsicht, woher dieser Schmerz, woher dieses Leid stammt. And other exercises proposed by the Buddha later on is how to get that insight in order to transform the pain and to heal. Und der Buddha hat uns noch weitere Übungen hinterlassen, die behandeln, wie man zur Einsicht gelangt, um diesen Schmerz, dieses Leid zu verwandeln. We just went to Asia for a teaching tour, when we visited Thailand, Taiwan and Hong Kong. Wir sind gerade in Asien gewesen, auf einer Lehrreise, während der wir Taiwan, Thailand und Hongkong besucht haben. In Hongkong we started the Asian Institute of Applied Buddhism. Und in Hongkong haben wir jetzt das Asiatische Institut für angewandten Buddhismus eingeweiht. And people over there in Asia, they supported very strongly the existence of a institution teaching applied Buddhism. Und die Menschen, die wir in Asien getroffen haben, sind sehr unterstützen die Idee, den angewandten Buddhismus in solchen Instituten zu lehren. Buddhism as it is practiced now in many Asian countries is mostly the practice of devotion. Die Art und Weise, wie Buddhismus in vielen asiatischen Ländern im Augenblick praktiziert wird, ist mehr eine Praxis der Devotion, der Hingabe. Ja. And for the younger generation, the practice of devotion is not enough for them. Und für die jüngere Generation ist diese Praxis der Hingabe nicht ausreichend. That is why when we offer retreats of mindfulness and offer them applied Buddhism, many young people come to practice.
Deswegen kommen sehr viele junge Menschen zu unseren Retreats, wenn wir die Praxis der Achtsamkeit anbieten und lehren. And they recognize the kind of Buddhism that their generation will need. Diese junge Generation erkennt die Art von Buddhismus, die sie braucht. The young people of our time, they suffer quite a lot. Denn die jungen Menschen unserer Zeit haben sehr viel zu erleiden. And they need a kind of practice that can help them deal with the daily suffering. Und sie benötigen eine Form der Praxis, die es ihnen ermöglicht, mit ihrem Leid im täglichen Leben umzugehen. Many governments, including governments of countries in the West, are eager to bring in the education system some form of learning and practice that can help reduce the suffering of the people in school. Und in vielen Ländern, einschließlich viele Regierungen in vielen Ländern, einschließlich im Westen, sind jetzt sehr daran interessiert, dass in den Bildungssystemen eine Form der Praxis gelehrt werden kann, die hilft, das tägliche Leid der jugendlichen Generation zu verringern. If a child come from a broken family, a family where there is no love, no happiness, and then school is his or her second chance. Wenn ein Kind aus einer zerrütteten Familie kommt, dann ist die Schule vielleicht die zweite Chance für dieses Kind. And if school teachers know the practice, and then they can help the students. Wenn Lehrer, die in den Schulen die Praxis kennen, dann werden sie den Schulkindern dabei helfen können. And transform school into a family where the child can heal and transform. So dass die Schule sich verwandeln kann in eine Familie, in der dem Kind es ermöglicht wird, sich zu verändern, sich zu heilen. Many governments feel the need of introducing a kind of learning and practice in school, so to help the young people to suffer less. Und viele Regierungen fühlen jetzt die Notwendigkeit, dass in den Schulen eine Art der Praxis eingeführt wird, die den Kindern ermöglicht, ihr Leid zu verringern, mit ihrem Leid umzugehen. And still, many of us do not know what to teach in that hour. Aber viele von uns wissen noch nicht, was genau wir lehren sollten. In this Institute of Applied Buddhism, we want to offer the teaching and the practice of applied ethics. Und in diesem Institut des angewandten Buddhismus möchten wir die Praxis der angewandten Ethik unterrichten. Instead of saying applied Buddhism, we say applied ethics. So, anstelle von angewandtem Buddhismus nennen wir das angewandte Ethik. And I guess there are many of you here who are school teachers and parents. Ich nehme an, viele unter euch sind vielleicht Lehrer oder Eltern. As parents and school teachers, we like to know what to teach the young people, so that they can suffer less. Und als Lehrer oder Eltern möchten wir natürlich gerne wissen, wie und was wir den Kindern unterrichten können, damit die Kinder weniger leiden müssen. In applied ethics, you have to be able to do it before you can teach other people to do it. Und im Fach der angewandten Ethik müsst ihr selbst zunächst in der Lage sein, die Praxis anzuwenden, bevor ihr sie anderen unterrichten könnt. So parents have to learn it
And school teachers have to learn and know how to do it before they can transmit the knowledge and the practice to the young people. Die Eltern und Lehrer müssen zunächst erstmal wissen, wie sie die Praxis auf sich selbst anwenden, bevor sie die Praxis weitergeben können. And the learning and practice is very concrete. Learning and practice should be very concrete. Das Erlernen dieser Praxis ist eine sehr konkrete Angelegenheit. First of all, you have to learn how to release the tension in your body. So zunächst müssen wir lernen, wie wir die Spannungen in unserem Körper lösen können. The tension in the body bring about suffering, violence, stress and all kind of disease. Spannungen in unserem Körper führen zu Stress, Gewalt und allen Arten von Krankheiten. And if there is a lot of tension in the body, and then pain will be born also. Wenn eine große Zahl von Spannungen im Körper ist, wird es auch viel Schmerzen im Körper geben. And the teaching and the practice of Buddhist meditation aims, first of all, to release the tension and reduce the pain in the body, as you see in the Sutra of Mindful Breathing. Und die Lehre und Praxis der buddhistischen Meditation zielt in allererster Linie darauf ab, Spannungen im Körper zu lösen, so wie wir das hier in diesem Sutra heute gesehen haben. Parents and teachers have to be able to do it, and then they will be able to lead a session of total relaxation, mindful breathing, mindful walking for the whole class. Und wenn die Eltern und Lehrer in der Lage sind, diese Praxis anzuwenden, dann werden sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel eine Tiefenentspannung für die gesamte Klasse oder die ganze Familie anzubieten. And then we should tell the young people how to handle a painful feeling, a painful emotion. Wir sollten in der Lage sein, der jungen Generation zu vermitteln, wie man mit einem schmerzhaften Gefühl, mit einer schmerzhaften Emotion umgeht. Many young people commit suicide every day because they don't know how to handle a strong emotion. Viele junge Menschen begehen Selbstmord jeden Tag, weil sie nicht wissen, wie sie mit einem starken Gefühl, mit einer starken Emotion umgehen können. They believe that the only way to end the suffering is to go and kill themselves. Sie glauben, dass der einzige Weg, mit ihrem Leid umzugehen, ihr Leid zu enden, darin besteht, sich umzubringen. They don't know that an emotion is only an emotion. Sie wissen nicht, dass eine Emotion lediglich eine Emotion ist. And you are much more than emotions. Und dass wir sehr viel mehr sind als nur Emotionen. So it's very important that parents and teachers learn how to handle a strong emotion, how to survive a strong emotion in order to transmit the knowledge and the practice to the younger generation. Es ist also sehr wichtig, dass die Eltern, die Lehrer lernen, wie man mit einem starken Gefühl, mit einer starken Emotion umgehen muss, um dieses Wissen an die jüngere Generation weitergeben zu können. It might happen that communication between father and son, mother and daughter has become impossible. Vielleicht ist es dazu gekommen, dass die Verbindung, die Kommunikation zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter abgebrochen ist. And the practice of compassionate listening and loving speech should be taught to the children, to the young people, so they can have instruments in order to restore communication and bring about reconciliation. Und die Praxis des mitfühlenden Zuhörens, der liebevollen Rede, sollte den jüngeren Generationen weitergegeben werden,
sodass sie die Mittel bekommen, die sie brauchen, um Kommunikation wiederherzustellen, Versöhnung herbeizuführen. Parents and school teachers have to master the practice of listening to their own suffering. Eltern und Lehrer sollten in der Lage sein, die Praxis zu meistern, die Praxis des Zuhörens ihrem eigenen Leid zuzuhören, zu meistern. Because they're getting in touch with the suffering inside and listening deeply to it will bring about understanding. Denn die Praxis des Berührens des eigenen inneren Leides wird zum Verstehen, zum Verständnis führen. And that is about the first and the second noble truth. Und hier handelt es sich um die ersten beiden, die erste und die zweite edle Wahrheit des Buddha. And understanding suffering always bring about compassion. Denn das Verstehen, das Verständnis des Leids führt immer zu Mitgefühl. And when compassion is born in your heart, you suffer less. You don't want to punish anymore. Und wenn wir in unserem Herzen mitfühlen, leiden wir weniger und wir haben nicht mehr das Bedürfnis zu bestrafen. And you are able to look and recognize the suffering in the other person. Wir haben die Fähigkeit, das Leid in der anderen, im anderen zu erkennen. And you can help him or her to understand it also in order to transform it. Und wir können dem oder der anderen dabei helfen, zu verstehen und zu verwandeln. So parents and teachers, if they know how to handle the suffering inside of them, they will be able to help other people to do the same with compassion. Wenn Lehrer und Eltern in der Lage sein werden, ihr eigenes Leid mit Mitgefühl, mit ihrem eigenen Leid mit Mitgefühl umzugehen, so they are very, sie auch die Möglichkeit haben, anderen zu helfen. So there are very concrete things to learn and to practice like that in the context of applied ethics. Das heißt, dass in dem Zusammenhang der angewandten Ethik ganz konkrete Schritte unternommen werden können. We have organized retreats in countries like India, Malaysia, Indonesia, China on applied ethics. Wir haben jetzt Retreats organisiert bezüglich der angewandten Ethik in Ländern wie Indien, Malaysia und Indonesien. In India, school teachers came from all over the country to attend a retreat on this matter. Und in Indien zum Beispiel sind Lehrer aus dem ganzen Land zu diesem Retreat gekommen. And Plumlish is ready to collaborate with India, Thailand, in order to work on training school teachers that are capable of teaching applied ethics in middle school, elementary school, and high schools. Und Plum Village ist jetzt dazu bereit, mit Ländern wie Indien zum Beispiel zusammenzuarbeiten, um Lehrer auszubilden, die dann die Lehre der angewandten Ethik zum Beispiel in Mittelschulen und Oberschulen weitergeben. Applied ethics cannot be transmitted in a classroom. Angewandte Ethik kann nicht so ohne weiteres in einer Schulklasse weitergegeben werden. We can help train the first group of school teachers by bringing them into an environment where there is a practicing Sangha. Zunächst müssen wir die Lehrer in eine Umwelt bringen, in der es eine praktizierende Sangha gibt, andere Menschen, die praktizieren. In a Sangha, people practice walking, breathing, sitting, eating mindfully, and create a collective energy of mindfulness and concentration. In einer Sangha praktizieren alle Sangha-Mitglieder achtsames Atmen, achtsames Gehen, achtsames Essen. And if
Auf diese Weise wird eine kollektive Energie der Achtsamkeit hervorgebracht. And if school teachers come and live and practice in that environment, and then maybe 21 days later, or a few months later, they can get the transformation and healing. And then they will be qualified to transmit the knowledge and the practice in their own school. Und wenn Lehrer zum Beispiel für, sagen wir, 21 Tage in einer solchen Umwelt leben und praktizieren, dann erleben sie vielleicht die Möglichkeit der Transformation nach dieser Zeit und danach haben sie die Möglichkeit und die Fähigkeit, die Lehre in ihrem eigenen Umfeld weiterzugeben. So, dear friends, in this retreat, if possible, you might like to sit down and discuss about it. This, how to bring this kind of teaching and practice into our society, into our school and communities in order to help the young people to suffer less. So, liebe Freunde, vielleicht möchtet ihr während dieses Retreats euch zusammensetzen und miteinander besprechen, wie es möglich sein wird, die Praxis in unsere Schulen, in unsere Gemeinschaften zu bringen, um es der jüngeren Generation zu ermöglichen, weniger zu leiden. We shall continue tomorrow. Wir werden morgen weitermachen.